Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu The Forest mit einem weiteren Guide und zwar heute zum Katana bzw. Samurai-Schwert, was wir hier in dem Spiel finden können. Starten werden wir wieder hier an dem riesigen Loch, was ihr eigentlich nicht verfehlen könnt. Wir sind auf der Südseite hier am höchsten Punkt an diesem Loch, direkt hier an diesem kleinen See. Und von hier aus wollen wir heute starten und zwar genau Richtung Osten. Ihr seht es auf dem Kompass. Und das ist die Richtung, in die wir jetzt loswandern werden, direkt unterhalb dieses Felsens. Und das machen wir, bis wir an den großen See da hinten kommen. Und von dort aus werden wir dann den Hang hochgehen zu unserem Höhleneingang, der uns dann schnellstmöglich zum Katana führen wird. Wie immer, wenn euch gefällt, was wir hier auf dem Kanal machen, viele Guides und Let's Plays hier bei mir zu finden, dann lasst doch ein Abo da, lasst ein Like da, wenn euch das Video geholfen hat. Und dann freue ich mich, wenn wir uns bald wieder hören. Hier geht's weiter. Ihr seht, wir kommen jetzt hier raus zu diesem See. Und hier wollen wir jetzt gleich bergauf gehen. Ich zeige es euch nochmal kurz auf der Karte. Bis ihr hier eben am See direkt seid. Und dann wird es genau Richtung Süden gehen. Das ist der Kurs, den ihr jetzt setzt. Und zwar geht ihr hier einfach den Hang hoch. Unterhalb, sage ich mal, dieses größeren Felsens hier. Einfach hier schön hochwandern. Und dann kommen wir sehr bald an den Höhleneingang hier. Seht, wir halten jetzt hier den südlichen Kurs. Einfach hier hoch. Und dann sollte er auch gleich in Sicht kommen. Ab und zu kommen hier auch gerne Kannibalen durch. Passt also ein bisschen auf. Und das ist schon unser Höhleneingang. Ich zeige es euch nochmal kurz auf der Karte. Hier sind wir jetzt direkt und wandern jetzt hier einmal nach unten. Dann würde ich sagen, wechseln wir den Kompass mal ins Feuerzeug, sodass wir hier mit etwas Licht runterklettern können. Generell in den Höhlen natürlich immer etwas gefährlich. Auf der anderen Seite ist das jetzt eigentlich ein Weg, der jetzt hier gar nicht lang durch das Höhlensystem geht, sondern nur einen kurzen Weg. Und im Normalfall sollten wir da auch gar keine Kannibalen treffen. Wir müssen jetzt hier ein gutes Stück runterklettern, passt also ein bisschen auf. Ich habe mich hier mal schon frühzeitig, sage ich mal, losgelassen. Fällt mir doch nochmal ein gutes Stück, obwohl ich dachte, ich hätte den Boden schon fast erreicht. Ihr seht, man muss hier doch ein gutes Stück runterklettern. So, jetzt kommen wir aber langsam an hier am Boden. Hier gibt es einige Koffer zu finden. Und da hinten an der Wand sogar Bilder von unserem Sohn vermutlich. Und dann gibt es hier ein Seil, was uns wieder nach oben führt. Und das nehmen wir natürlich einfach ganz entspannt nach oben. Ich bin immer begeistert, wie der mit einer Hand klettert. Und hier an diesem halben Kerl, ihr seht es da rechts, warten schon die ersten Gegner auf uns. Da wollen wir natürlich nicht hin, sondern wir biegen links ab. Und zwar einfach diese Rampe hier hoch. Ja, lasst ihn schreien. Und dann geht es hier links bergab. Wir können auch hier mal ein bisschen auf die Karte gucken, wie das ungefähr aussieht, wo wir uns befinden. Und wir folgen jetzt hier diesem engen Weg hier einfach nach unten. Weg von dem Mutant, der da gerade war. Und schön hier einmal einfach runter. Ich glaube, hier können wir gar nicht viel falsch machen. Es gibt keine großen Abzweigungen. Und sobald wir hier hinten ankommen, sehen wir hier ein wenig Licht. Da müssen wir uns jetzt durchzwängen. Einmal ducken. Und da haben wir es eigentlich schon geschafft. Denn jetzt sind wir direkt hier in einem kleinen Camp, sage ich mal. Hier gibt es ziemlich viel zu finden, also generell eine coole Location. Und hier ist das Katana. Da wartet es auf uns. Und damit seid ihr im Nahkampf ziemlich gut gewappnet. Man kann hiermit richtig, richtig gut fighten. Und das kann ich euch auf jeden Fall nur empfehlen, mitzunehmen. Ja, das war es im Grunde schon zu diesem Guide. Ich hoffe, er hat geholfen. Lasst ein Like da, wenn ja. Und dann sehen wir uns hier ganz bald wieder bei mir auf dem Kanal. Bis dahin und tschüss.